Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der gute Pamu und heute schauen wir uns den Lizard Meta X Moving an. Der oder beziehungsweise die Modder schreiben dazu, der Lizard Meta X Moving ist ein Ballen- und Transportanhänger. Dies ist der größere Meta X mit der 9,5 Meter Ladefläche, so dass sie viele Ballen laden können. Ja. Man sieht das hier auch schon, dass wir hier dementsprechend auch eine Lade-Ecke haben. Wir können auch hier eben unsere Spanngurte anbringen. Ja, man sieht auch, dass der jetzt nach vorne hin so ein bisschen, ja, runterkippt. Aber das soll jetzt auch, ne, nicht so. Andere stehen gerade, er kippt nach vorne. Ist, glaube ich, so auch gewollt, weil der hat, glaube ich, hier hinten, ne, eine, ja, genau. Der hat nämlich eine Schwenkachse von beiden. Ja, von der Doppelachse her. So, aber wir schauen uns das Ganze jetzt einmal in unserem Kaufmenü einmal kurz an. Und zwar in der Rubrik Ballentransport. Da hätten wir dann hinten den, ja, den Meta X Moring für 26.500. Ja, was können wir daran jetzt erstmal verändern? Jo, so ein bisschen was auf jeden Fall. Wir können zum Beispiel unsere Reifen verändern von Fredestein, BKTs, Michelins, Twenneborg, ja, die können wir schon mal wählen. Reifenvariante können wir zum Beispiel auch wählen. Da machen wir zum Beispiel Standard und Breitreifen Standard 2 können wir da wählen. Breitreifen 2 und wieder auf Standard. Dann hätten wir die Möglichkeit, das Bike hier hinten anzubringen, ja oder nein. Ja, und dann können wir eben halt dann hier dann noch wählen, die, ja, eine hier hinten nochmal eine separate kleine Deichsel, wo wir dann eben auch hier das passende Gegenstück anbringen können. Sprich, dass wir dann mehr transportieren können. So, dann hätten wir zum Beispiel den Modus eben halt alle. Oder eben halt dann nur Vor- und Rückseite. Sprich, da sieht man zum Beispiel, dass wir hier nur die beiden, ja, die beiden Stirnflächen haben. Oder nur die vordere Stirnwand. Oder absolut gar nichts, sprich, dass wir dann da wirklich ein freies Brett haben. Oder wir machen eben halt dann alles mit eben halt dann auch hier den herunterklappbaren Bügeln. Ja, und die Variante haben wir jetzt zum Beispiel jetzt hier, wo wir dann auch gegebenenfalls dann unsere Ballen drauf laden können, beziehungsweise auch ja, gegebenenfalls auch Paletten dann drauflegen können. So. Jetzt fahren wir einmal kurz hier hinten dran. Hängen das gute Stück einmal an. Ja, wie man sieht, ist der gleich schon mal ein bisschen höher. Aber wir können zum Beispiel jetzt hier auch herunterklappen, dass wir dann eben halt dann von der linken Seite beladen können. Oder wir klappen das dann auf der rechten Seite runter, dass wir dann eben halt dann von rechts beladen können. Wenn wir natürlich fertig sind, können wir alles wieder zurückstellen. Und haben dann so ein bisschen, ja, so eine Grobsicherung schon mal mit dabei und können dann hergehen und können das Ganze dann auch festgurten. Ja, schauen wir noch mal kurz hinten auf die Achse, aber die sind beide starr, da haben wir keine Lenkachse mit dabei. Ja, aber bei dem jeweiligen Transport, ja, gut. Da muss jeder selber wissen, ob man eben halt dann jetzt mit Drehschemelachse fährt oder mit einer lenkbaren Deichsel oder eben halt eine Lenkachse mit dabei hat. Aber wie gesagt, ihr könnt damit eben halt dann auch eure Ballen transportieren, ob es jetzt Quaderbällen sind oder Rundballen sind. Wie es bei den Paletten ausschaut, kann ich aktuell gerade nicht sagen. Aber ja. Haut doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Von einem, ja, sag mal, Transportanhänger. Würde mich an der Stelle auf jeden Fall interessieren. Wer Interesse daran hat, den Mod findet ihr aktuell beim Mod Hub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.